Auf den Spuren deutscher Memes von Jules dem Zweiten. Jules hat jetzt einen Zweitkanal und ich habe das Video extra noch nicht geguckt, ist schon ein bisschen draußen, weil ich es mit euch zusammen im Sträbende gucken wollte. Ja, ich bin sehr gespannt. Deutsche Memes, generell Memes, ich liebe Memes, Alter. Ich kann mir jeden Tag zu jeder Uhrzeit Memes reindrücken. Und deswegen habe ich richtig Bock auf dieses Video. Vorher natürlich die Info, ne? Alle Videos gibt's für die Mitglieder ab Woche Level 5 immer früher, sobald sie fertig sind. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gerne mal reinhören. Ansonsten kommen jetzt erstmal die neuen Mitglieder, nämlich der wiegeile Wurzgnoten, der Schrumpfschlauch, Gecko, Barke, Elon, und das war's, ja. Und jetzt kommen alle ab Woche Level 5, nämlich der Pilgerfreund aus dem Osten. German Grizzly, Jane Doe, Xenomorph, Coldy. Wir haben den Rheinland-Hater, den Konsolen-Buddy, DJ Wingelwongels linkes Ei. Es ist so komisch, das vorlesen zu müssen. Voll kaputt und der Dudios. Ein besonderes Danke geht raus an die Woche Level 10 Mitglieder. Mr. Käsekuchen ist gerade im Stream. Metal. Der unbesiegte Luhan. Brennender Mikrowellenwaffen müsste auch da sein. Haut es keine Emotionen und die Katzenmulde. Vielen lieben Dank für euren ganzen Support. So, Leute. Wir gehen rein. Ich bin gespannt auf deutsche Mems. Und ja, hoffe, wir werden gut unterhalten. Let's go. Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Partie. Menschlich ziemlich abstoßend. Was denn da ist? 1 und 1. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Rudi, Lamborghini. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Deutschland hat eine sehr eigene Meme-Kultur. Es ist mega geil, wirklich. Ich liebe diese Memes. Ich liebe auch deutsche Memes einfach, ja. Karin Ritter, die ganzen anderen Leute, ist einfach schön. Menschlich gesehen, ziemlich abstoßend, einfach nur geil, wirklich herrlich. Natürlich haben wir auch die Memes, die es schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich gibt. Doch unter all diesem ganzen Müll gibt es die deutschen Urgestein-Memes. Die Klassiker, die uns schon seit Jahren Junge, Walter Frosch, Alter. Bester Mann. Was haben Sie da im Stutzen? Zigaretten. Wie bitte? Zigaretten. Erst mal eine durchziehen? Ja. Bester Mann, Alter. Wen haben wir hier noch? Ach, wie heißt der hier mit Kebab? Nicht Kebab. Chatar mit, ach, Mann, was wollte der? Ein Köftespieß. Köftespieß war's. Hier, den Captain zur See, Big Mac-Tester. Ich habe gar nichts gemacht. Ach, schön. Wir haben sehr gute Memes. Herrlich. Leiten und jedes Mal aufs Neue zitiert werden. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt. Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr Respekt vor uns haben würde, wenn man diese Memes auf die Leute loslassen würde. Bruder, ich rasier dich mit diesem Messer, Bruder. Oh, Jeanette Abdi, Junge, bester Mann. Mein Shampoo. Jedenfalls die meisten davon. Aufgang, pass auf! Ach du Scheiße! Okay, also erstmal stammen verdächtig viele unserer Memes aus irgendeinem Grund aus steinalten und unfassbar schlecht geschauspielerten Pornografiefilmen. Alarm! Alarm! Gefühlt 30% unserer Memes beinhalten alte, verwirrte deutsche Rentner, die nicht mal ansatzweise erahnen können, wie bekannt sie eigentlich im Internet sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, dass so etwas wie das Internet überhaupt existiert. Warum? Ich habe ihm nichts getan! Mein Gott nochmal! Warum? 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 Szenen aus dem Trash-TV, die irgendwann mal vor Jahren bei ihrer achten Wiederholung wochentags um 11.34 Uhr auf RTL 2 liefen, bei denen man sich wirklich nicht sicher ist, ob sie schlecht geschauspielert wurden oder Menschen darstellen, die wirklich so dort draußen existieren. Kontext. Junge, sehr, sehr wild, was da wieder abging, Alter. Bruder. Rest in Peace, Jeanette Abdi. Ach, der ist ja tot, ne? Habe ich auch mal gehört. Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Der Egon, ich habe es gesehen, Alter. Egon Kowalski war im Video. Bester Mann. Kennt ihr den, Junge? Wer den nicht kennt, Junge, nachholen. Ich sag nur, boah. Bester Mann, warum denn? Lose schreiende Leute. Oh mein Gott, was wäre die deutsche Meme-Kultur ohne die kontextlosen schreienden Leute? Ah,
Und während die meisten einfach nur durch Zufall entstanden sind, weil jemand gerade die Kamera auf beispielsweise irgendeinen Jungen, der nicht aus dem Bus kam, draufgehalten hat, gibt es über ein paar Memes ein wenig mehr zu erzählen. Und genau diese nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Schürzen drin? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Walter Frosch, ein Fußballspieler aus Ludwigshafen. Augenscheinlich sehr gut ausgestattet auf dem Fußballfeld zu einer Zeit, in der Rauchen noch als gesund angesehen wurde. Hier, danach geht's dir besser. Doch hinter dieser Person steckt mehr als nur ein einziger Clip aus einer Sportschau. Denn ich kenne wirklich von Walter Frosch schon diesen einen einzigen Clip. Mehr kenne ich von dem nicht. Ja, ich bin auch nicht fußballbegeistert, deswegen juckt das jetzt vielleicht auch nicht so, aber Walter Frosch, für mich nur durch diesen einen einzigen Clip absolute Legende. Kennt ihr diese Astra-Werbung, die leider auch geschauspielert war, von diesem einen Typ, der reingekommen ist und gesagt hat, ja, woran hat's gelegen? Ja, nachher fragst du, woran's gelegen hat. Da hab ich mich auch totgelacht. Da hab ich mich totgelacht. Damals dachte ich doch, dass es real ist. Es war leider alles gestaged, aber das fand ich auch so unendlich lustig, Alter. Wenn man sich ein wenig mehr mit ihm beschäftigt, merkt man schnell, was für eine unfassbare Legende dieser Mann war. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssen. Walter Frosch war für genau drei Dinge bekannt. Fußballspielen ohne Rücksicht auf Verluste, Rauchen und Saufen. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Seine Spitznamen waren Frosch der Treter, Treter der Liga sowie der wandelnde Kneipentresen. Und zugegeben hätte ich ziemlich viel Angst, wenn mir jemand mit so einem Spitznamen auf dem Platz begegnen würde. Viele Leute behaupten von mir, das ist einer der größten Treter im Südwesten sei. Ich muss mich dementieren. Da diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben vom Fußballspielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zuschauen. Die Kneipe war sein zweites Zuhause. Auf in die Kneipe! Einmal war er am Vortag eines Spiels gegen Schalke bis 3 Uhr nachts noch mit seinen Jungs draußen, hat vorgeschlagen, für 10 Liter Bier ein 400 Meter Wettrennen zu machen. Ist ja eine Legende, der Typ, Alter, mega geil. Walter Frosch war so ein geiler Fußballer, richtiger Straßenkicker noch. Wegen dem wurden die, Gelbsperre damals eingeführt? Habe ich keine Ahnung. Habe ich gar keine Ahnung, wie gesagt, bin ich gar nicht drin. Aber an und für sich, der Typ, mega witzig und ich finde auch sehr sympathisch tatsächlich. Ab all seinen 5 Kollegen ganze 100 Meter Vorsprung und hat trotzdem gewonnen. Das ist die Kraft des Bieres, meine Freunde. Er kam somit regelmäßig verkatert zum Spiel, hat dann angefangen, alle Leute wegzugrätschen, sich zu prügeln oder mit irgendwelchen anderen Spielern Stress anzufangen. Okay, das mit dem Sympathisch nehme ich dann doch zurück, sorry. Das nehme ich dann vielleicht doch zurück. Laut eigener Aussage raucht er 60 Zigaretten pro Tag, was auch die angenehm hohe Stimme erklärt. Ja, alles in Ordnung. Irgendwann... Jo, geil, Alter. Da schrieb er sogar bei Bayern, doch nachdem er sich mit dem Trainer gestritten hatte und dieser schnauzte, wenn du keine Lust hast, bei Bayern zu spielen, dann geh doch einfach, ging Walter Frosch einfach und wechselte ohne zu zögern den Verein. Auf seine bereits 19 gelben Karten vor Saisonende wurde er irgendwann angesprochen und sagte nur, 19? Im Spiel in Berlin hole ich mir noch eine gelbe und dann ist das doch eine runde Sache. Ey, ist ja mega geil, Alter. Ist ja richtig cool. Also er hat quasi angekündigt, er holt sich noch die 20. Alter, ist ja mega. Oder? Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Die heute im Fußball etablierte Gelbsperre, also dass Spieler nach einer gewissen Anzahl von Karten nicht mehr mitspielen dürfen, ist einzig und allein wegen Walter Frosch und seiner Sammlung von gelben Karten entstanden. Das ist aber eigentlich krass, oder? Das ist schon heftig, wenn du als Typ, der Fußball spielt, wirklich so viele gelbe Karten bekommst, dass du einfach eine neue Regel einführst, dass du ab einer bestimmten Zahl nicht mehr mitmachen darfst. Das ist ja auch einfach crazy. Ist ja mega cool. Sein schwerster Gegner, den er bis dahin hatte, war kein Fußballverein, sondern laut eigener Aussage der Kneipentresen. Nachdem dann irgendwann dieser Clip entstanden war und jeder merkte, wie unfassbar wichtig Walter seine Zigaretten sind, passierte leider dann das Unausweichliche und Walter Frosch verstarb an Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten in Erinnerung.
bisschen gewundert. Das ist, warum hier nur Carsten? Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Okay, wer ist Carsten? Warum fällt er hin? Und vor allem, was ist mit ihm los? Was ist denn mit Carsten? Die Frage, die schon seit Jahren das ganze Internet begleitet. Ich glaube, wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, um damit dann in die Vergangenheit zu reisen, würden sich die Leute dort schon fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist denn mit Carsten los? Die Kommentarsektionen haben auf jeden Fall sehr interessante Theorien über diesen Mann, der aus dem Heiterem einfach anfängt, gegen einen Wohnzimmertisch zu sprinten. Der ist bestimmt auf einen Lego-Stein getreten. Beschleunigungsfeld aus Mario Kart. Hatte keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Goldpilz auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Carsten Wollner ist Schlangenexperte und züchtet bei sich zu Hause exotische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Okay, der ist nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. Oh, Rogue91, vielen Dank, Vogel-Level 1. Danke, danke für die Unterstützung. Und willkommen in der Kommune. What are you so mad about, you little cocksucker? Alter Junge, ey, ich schwöre euch, ich liege jetzt noch eine Info, ich habe unendliche Angst vor Schlangen. Bruder, ich habe wirklich nicht vor vielen Angst, ne? Gut vor Rainer, aber ansonsten wirklich nicht vielen Sachen. Aber Bruder, Schlangen, ey, das kann auch so eine ganz kleine Babyschlange sein, die auch gar nicht giftig oder gefährlich ist. Bruder, ich kacke mir ein. Ich erzähle das jetzt, pass auf. Wir hatten vor einer ganzen Weile, das war letztes Jahr, glaube ich, hatten wir eine Grillparty, ne, bei einem Kollegen. Und da war so eine Blindschleiche oder so ein Bums, keine Ahnung, ich kenne mich mit Schlangen nicht aus. So, das war so eine ganz kleine Dreckschlange, Junge. Und ich habe mir eingekackt, Alter. Ich bin dann nach oben geflüchtet, aus dem Garten weg, weil ich Angst hatte. Und ich bin einfach dafür, dass Schlangen systematisch ausgerottet werden sollten, ne. Das ist keine Meinung, das ist ein Fakt und wer das anders sieht, der hat ein Problem. So, ich hasse Schlangen, Bruder. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. Nach dem Clip, welcher aus der Fox-Sendung Wildes Wohnzimmer, in der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. Manche, die ihn einfach nur anrufen, um zu fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die einfach nur Fans von ihm waren, oder eine Lehrerin, die für ihre Schüler rausfinden wollte, was denn jetzt mit ihm los sei. Seit diesem Clip findet man unter gefühlt jedem Video, bei dem irgendeiner hinfällt oder plötzlich losrennt, mindestens Angst oder existenzieller Ekel. Bruder, ich hab einfach Hass und Angst. Ich weiß nicht. Eine richtig unbegründete Angst vor Schlangen. Ich kann dir das gar nicht richtig sagen. Eingestuhlt. Ja, sag ich mir auch auf dem Weg nach oben dann. Was? Da musstest du wahrscheinlich erstmal Gag duschen. Ne? Ja, richtig. Da hat dann kein Weg mehr dran vorbeigeführt. Blindschleichen sind Ätzertler, aber Eidechsen. Ist das so? Aber die haben doch keine Füße. Ich sag dir, wie es ist, wenn Eidechsen keine Füße hätten, dann würde ich die auch hassen. Ohne Witz. Einmal den Kommentar, was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Nun, aber was ist denn jetzt mit Carsten los? Can I stay? No. Carsten Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Erst sind es kleine Anfälle oder starke Schwitzen, doch so 3 bis 4 Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und genau das ist in diesem Clip passiert. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden, aber... Ja gut, aber guck mal, das weiß ja keiner. So, das ist halt für alle lustiges Meme und ein Typ, der fast schon mit Absicht irgendwie in den Stuhl oder in den Tisch reinspringt. So, woher sollen die Leute denn wissen, dass das krankheitsbedingt ist? Das ist ja dann doch was anderes. Doch, sind Eidechsen, das hätte ich sogar. Boah, Alter, nee. Boah, dann sind Eidechsen ab sofort für mich auch einer. Boah. Ich glaube, durch dieses deutsche Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Ach so, das kenne ich, ja. Junge, der Typ ist einfach tot, oder nicht? Was ist da, also, wie, oh mein Gott, Alter.
Junge, der Typ ist einfach dead. Der wurde einfach begraben. Lebendig, Alter. Aua. Ja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen, wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen das virale Video. So gut gemacht, den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Mehrfach gezeigt im Fernsehen, Galileo, Verstehen Sie Spaß, CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender, ein gewonnener Web-Videopreis. Lol. Wie der Typ auch, es ist eigentlich alles perfekt, dieser Typ eckt an, dann fällt er um und alles fällt auf ihn drauf, Alter. Vor allem, wie erklärst du das deiner Mutter? Wie erklärst du deiner Mutter, dass du ein verdammtes Tuch wegziehen wolltest und dann kam da die ganze Schrankgarnitur mit hinterher? Was willst du sagen? Was sagst du dann? Ja, Mutti, sorry. Guys, don't feel bad for them, they're German. Alter, was? Das hat er gesagt? Frech. Alter, das ist frech. Holy shit. In den Kopf, Männer! In den Kopf! Okay. Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Izzys Weg nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Oh. Fragen über Fragen. Doch die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht mal so weit entfernt. Ach so, stimmt. Schau aufs Video, Mutti. Sie haben es ja aufgenommen. Ihr habt recht, stimmt. Sie können ja einfach das Video zeigen. Ihr habt recht. Ein Bär ist ins Haus gelaufen, wir sind schnell weggerannt. Mama, der Schrank ist auf mir draufgefallen. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seine Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Ein Trash-Hochzeitsvideo. Und eben zwei Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches eh abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein bisschen herum. Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Take einfach durch die Hand auf den Boden geschubst, vor allem weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Das ist fake? Wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, dass das fake ist. Okay, Leute. Wusste ich nicht. Alles klar. Dieser Typ, der diesen Schrank auf das kleine Kind geschubst hat übrigens, der kommt aber sowas von in die Hölle. Alter. Bruder. Michael hatte Glück, dass er im unteren Teil des Schranks lag, bricht der Regalboden durch die Rückwand. Ja, ich weiß nicht, also, dass das gestaged ist, wusste ich wirklich nicht. Gil und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen schauspielern, sich zu Boden werfen und voila, ein perfektes, virales Fake-Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames, wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet von den Leuten, die schrieben, oh my god, Michael is fucking dead. Als das Ganze dann durch die Decke ging, also wortwörtlich, wurde sich auch noch an ein paar Nachfolgern versucht. Looks like they got over Michael's death. Hallo, ich bin Michael und springe über eine Kuh. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu! An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Ja. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch nochmal ganz gut an Popularität gewann. Junge, fucking gefährlich, Alter. Jetzt muss ich auch mal sagen, wer lässt seine Kinder sowas machen, Alter? Ich meine, über eine Kuh springen, okay, entspann dir, alles cool. Aber Junge, das ist schon ein wenig gefährlich, Mann. Ohne Witz, was ist da denn los? What the fuck? Hä? Was? Also ich kenne das Video nicht. Wie unnötig war jetzt dieser Truck da noch? Alter.
Alter. Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute den sich auf magische Weise nicht wirklich bewegenden Schatten kommentierten. Did you see what I did there? It's a scam. Das sind Michel und... Das ist auch wieder gefaked gewesen? Oh mein Gott, Alter. Alter, diese Kinder sind einfach genial. Und Sven heute. Glaubt doch sowas nicht. Ja, okay, Entschuldigung. Ich bin zu gutgläubig. Mann, ich denke immer, solche Kinder können das doch nicht so gut faken oder so. Keine Ahnung. Vor allem, das waren ja andere Zeiten. Oh Gott, ist ja super unangenehm. Huch. Ich dachte wirklich, das war real. Ach Mann, ey. Laut einem Vice-Interview aus 2020, beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuen, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole Lego-Sets leisten konnten. Welcome to a town that doesn't exist. Bielefeld does not exist. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefaked. Kennzeichen werden an ausgewählte Leute vergeben, um den Anschein zu erwirken, diese Stadt würde existieren. Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Hey, wer ist Clara? Ewig lange gesperrte Autobahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDSNATS35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Auch geil, ich komme aus Bielefeld und ich existiere einfach nicht. Sehr schön. Dieser Redditor hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert nicht. Die großen Mächte da oben sind so sehr bemüht, die Nicht-Existenz von Bielefeld aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann sogar eine ganze Stadt mit dem Namen Bielefeld gebaut haben, welche genau dort steht, wo Bielefeld angeblich sein sollte. Nun, dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993, als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studentenparty sagte, yo, Bielefeld gibt es nicht. Ja, aber wie kommt man denn dazu? So, also klar, ich kenne auch dieses Meme. Ich glaube, jeder von euch kennt dieses Meme, Bielefeld gibt es nicht. Aber wie kommt man dazu? Ich verstehe es halt nicht. Bielefeld gibt es nicht. Achso, ja, dann ist das so. Let's go. Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg in das Internet. Und wisst ihr, wie das Internet 1993 aussah? 99% hässlicher Text. Das erste existierende Meme zu der Zeit war ein tanzendes Baby. Und wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Heute kann man gefühlt jeden zweiten Bielefelder fragen und er wird mindestens schon einmal mit der Aussage, Bielefeld gibt es nicht, konfrontiert worden sein. Wie witzig es eigentlich ist, ne? Du lebst wirklich in Bielefeld und dann kommen immer dauernd Leute zu dir, Bielefeld existiert doch gar nicht. Das ist schon funny eigentlich. Ich sage, ja, ich komme aus Bielefeld. Ja, das gibt's ja gar nicht. Ich war kürzlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Ich bin immer wieder darauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so sehr, dass sie sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Keine Sprüche, einfach gut ostwestfälisch aufs Maul. Sehr unzivilisiert. Ich würde einfach in seinen Café spucken und wortlos weggehen. So sehr, dass der Bürgermeister von Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze 1 Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Ey, ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Das gibt es. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Also ich finde es auf der einen Seite, also ich wusste das nicht, auf der einen Seite finde ich es richtig cool, dass der Oberbürgermeister sowas macht und wirklich eine Mille einfach bereitstellt für den, der beweist, dass es nicht existiert, was halt schon irgendwo witzig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir so, also hat man als Bürgermeister nicht bessere Sachen zu tun? Ich meine, gut, es macht schon Sinn, du kriegst natürlich auch Publicity für deinen Ort und so, ne? Die Medien berichten darüber und so. Aber ist schon weird, habe ich nicht mitbekommen. Ist schon funny. Gute Arbeit und jetzt erledigt ihn.
Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Okay. Ja, let's go. Das war ein sonniger Lauf. Ja, das Video war mega cool. Also vor allem der Teil mit Walter Frosch und den kleinen Kindern fand ich richtig geil. Also, ja. Sehr geiles Video. Schaut bei Jules vorbei, auf jeden Fall. Mega, mega gut. Wie immer aber, muss man einfach sagen.